Dunkelbrauner, filziger Hut und die Poren orangen bis rot. Eine neue Art für mich. Ein Hexenröhrling. Ja. Deutsche Video, flockenstielige Hexenröhrlinge, Jen. Ja. Na, danke schön. So, dieser Pilz, der ist ein häufig gesehener Waldpilz, der meistens in Rotbüchenwäldern, aber auch in Bodensäure-Nadelwäldern wächst. Er ist Mykorrhiza-Partner mit Fichten, aber auch mit Büchen und Eichen. Na, hier braten wir ihn zum ersten Mal und das ist sehr spannend natürlich, erst mal seinen Pilz zu essen und mal gucken, wie das schmeckt. Der Hexenröhrling, ja. Die sind echt lecker. Ja, aber echt lecker. Wir haben sie damals auch häufiger gefunden. Er wird übrigens auch Schusterpilz, Tannenpilz, Donnerpilz oder Zigeuner genannt. Auf Lateinisch Neoboletes erythropes oder früher Boletes erythropes oder Neroboletes, Neoboletes luridiformis wird er auch genannt. Das gelbe Fleisch wird beim Einschneiden wird, dunkelblau oder schwarz. Das sieht sehr giftig aus, ist aber nicht schlimm. Ihr habt natürlich, trocknen kann man es auch, obwohl das der Blutreizte war. Und die blaue Farbe verschwindet Gott sei Dank in die Pfanne. Da wird schön goldbraun. Das sieht schon deutlich leckerer aus. Ja. Man muss sie minimal 6 Minuten braten. Roh kann man es nicht essen. Also die Röhren sind gelb, also die verfarben und die giftig aussehende blaue Farbe, die geht dann auch wieder weg. Man könnte ihn verwechseln, scheinbar auch mit der giftigen Satanspilz, Satansröhrling. Aber erstmal kosten wir ein Stückchen ohne Pfeffer, ohne Salz. No salt, no pepper. Ja, ich kann euch sagen, ist einfach gut. Aber der Satansröhrling, der hat eine wesentlich hellere graue Hutfarbe. Also, na gut, scheinbar gut, können manche Leute den verwechseln. Und einige andere Hexenröhrlinge sehen etwas ähnlich aus. Dazu später mehr. Hier aber habe ich eine etwas originelle Art, die Hexenröhrlinge ein bisschen zu bewahren. Ich habe eine fix und fertige Soße und ich vermische das mit die Stückchen gebratenen Hexenröhrling. Und ich hoffe, dass die Konservierungsstoffe von die Soße jetzt auch die Hexenröhrling-Stückchen konservieren. Und das ist gut gegangen. Nach einem Monat, könnt ihr gleich sehen, habe ich da wieder mit gekocht, mit Putenfleisch, ein bisschen Lauch und dort dann wieder den monatalten Soße. Und das war sehr lecker zusammen mit schwarzer Reis. Länger als 2 Monate würde ich das nicht bewahren, dann wird es bestimmt sauer. Also, aber für ein paar Wochen kann man das so gut bewahren. Ja, fand ich gut. Zurück zum Satansröhrling, der ist natürlich giftig. Und der hat dann eine wesentlich hellere graue Hutfarbe. Aber andere Hexenröhrlingen sehen auch etwas ähnlich aus, sind aber auch essbar. Beispiel ist der netzstielige Hexenröhrling. Also den kann man auch essen, aber dann muss man beim gemeinsamen Verzehr mit Alkohol aufpassen, da können Unverträglichkeiten auftreten. So, mein Gericht mit schwarzem Reis war lecker. Ja, lecker. Sieht ihr doch, oder? Gut. Und also hier ist es den flockenstieligen Hexenröhrling, da kann man auch ein Gläschen Alkohol dazu trinken. Hier mein selbstgemachter Walnussport. Auch das Video könnt ihr auf Zoo Wild angucken. So, ich habe wieder Hexenröhrling gefunden. Die angefressenen Stücken durch die Schnecken, ups, weg damit. Und auch das, was ein bisschen zu viel Maden hat, weg. Und hier friere ich das ein. Roh friere ich das ein. Und dann kann man das natürlich monatelang bewahren. Und wieder mit Putenfleisch dann und da ist roh war, minimal 6 Minuten braten und dann geht dann noch ein bisschen Gemüse da rein und diesmal mit weißer Reis. Sieht sehr lecker aus, aber wenn ich ganz ehrlich bin, liebe Leute, dann habe ich da dann doch ein bisschen süß-saure Soße dazu gemacht.
weil nur das, das hatte mir zu wenig Geschmack, obwohl der Hexenröhrling selber alleine ganz lecker ist. Vertraut. Na, gleich noch ein Stückchen Omelette. Na, sieht das nicht lecker aus? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde einfach sagen, bis zu einem nächsten Zoo Wild YouTube. Bis dann. Ciao, ciao.